Ach Leute, ich hab's vermisst. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Es gab eine längere Pause zwischen diesem Video und dem letzten Video, und zwar eine richtig lange Pause. Ich glaube, über einen Monat hat das Ganze gedauert. Ich kann auch gut erklären, woran das lag. Ich habe zwischenzeitlich meine Festplatte, ja, hat den Geist aufgegeben, kann man sagen. Verloren habe ich dabei logischerweise alle Daten, die darauf enthalten waren. Unter anderem auch die Skyrim Save Games. Das war natürlich doof. Nun habe ich mir die Mühe gemacht, die außerordentliche Mühe, und das Ganze wieder spielt bis zur Folge 50. Bis ich dann gemerkt habe, hey, du kannst die Save Games doch wiederherstellen. Tja, und hier sind wir im originalen Save Game. Es war Nummer 70. Dann ist mir aber gestern auch noch was Dummes passiert. Ihr seht hier 70, mein eigentliches. 71 ist dasselbe nochmal. Und dann habe ich hier bis 78. Was schlicht und ergreifend da lag, dass ich gestern, ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen mit dem Erklären, aufgenommen habe, aber meine Stimme nicht mit aufgenommen habe. Ist aber auch kein großer Verlust, ich habe nicht sehr lang gespielt, ich glaube nur eine Stunde. Insofern, wir machen die Hauptquest weiter, das habe ich gestern auch gut begründen können, heute kenne ich die Begründung nicht mehr. Auf nach Hochrotka. Ach ja, genau. Glaub mir, es lohnt sich, die Hauptquest hier weiterzumachen. Wie gesagt, ungefähr die nächste Stunde kenne ich nun leider auch schon. Ich glaube, wir hatten ja noch die als Quest-Auftrag hier bei Sonstiges. Climax-Vorräte. Ja! Wir sind bei Hochrotka. Wir haben das Horn von Jürgen Windrufer schon lange wieder gefunden und sollten es bei den Graubärten abgeben. Hallo Graubärte, ich will euch was geben. Das sind nicht die beiden, die wir suchen. Wir suchen Arngeier, der ist... Scheiße. Marco versucht, etwas ohne Karte zu finden. Wulfgar? Wulfgar nicht? Wulfgar nicht? Wulf ist gar nicht Bundespräsident. Nee, hier. Ah, ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Jetzt ist es das Horn von Arngeier. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Hat auch lang genug gedauert. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Ja, schön, dass ihr das jetzt endlich macht, wo ich schon 10.000 Drachen getötet habe. Mit meinen reinen Fäusten habe ich ihnen die Gurgel... Hallo? Okay. Er ist ein alter Mann. Er hat kurz vergessen, was er eigentlich wollte. Aber er hat sich dann wieder erinnert. Wir sollten uns alle darüber freuen. Wuhu! Umarme mich, Stein, Graubart, umarme mich. Wo bist du hier? Immer noch die Diebesgegenkleidung trage ich gerade. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu lernen. Da, was so viel bedeutet wie Stoß. Und hier heißt dann Schub, oder was? Da. Ja, wo denn? Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist... Der Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Fusro da. Meister Wulfgar wird nun sein Wissen über da mit euch teilen. Man nennt ihn auch Wulf da. Und er muss auf Toilette. Ah nee, er hat jetzt seine Macht mit mir geteilt. Empfange den Gruß der Graubärte. Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Ja, dann tu's doch. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Alles klar. Nee, ich verstehe euch hundertprozentig. Überhaupt kein Problem. Ich rocke! Yes! Der Himmel über euch, die Stimme in euch.
Atem und Konzentration. Gut, wir haben endlich das Horn zurückgebracht und wir haben ihn die Vorräte gebracht. Die Quest müssen wir noch abgeben, aber vorher werden wir was ganz anderes tun. Wir werden erstmal den neuen Schrei, den wir jetzt können, mal kurz inspizieren. Obwohl, ich glaube, ich warte damit, bis ich ihn benutze. Aber wir werden nach Weißlauf, Flusswald. Denn in Flusswald haben wir ebenfalls noch eine Quest. Falls ihr euch nicht erinnern könnt, wir haben ja mit dieser einen Frau dort, Delphine, in der Taverne. Mit ihr sind wir raus in die Wildnis gegangen und haben einen Drachen getötet. Sie glaubt uns nun, dass wir der Drachengeborene sind und wartet auf uns weiterhin im Weißen Riesen. Ich glaube, es ist der Weiße Riese. Ne, der Schlafende Riese. Oh, der Weiße Riese war ein anderer. Schleichwerbung. Rein hier. La 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 la. Leben kriegt ihr mich nie. Hallo, Delphine. Ich glaube, euch ist niemand gefolgt. Kommt, ich habe einen Plan. Euch ist niemand gefolgt. Das kannst du auch super beurteilen, ne? Aber keine Sorge, ich kann dich beruhigen. Solange die nicht auch schnell reisen können, ist mir echt niemand gefolgt. Guckt mal, bei geheimer Schrank. Er steht die Hälfte des Tages offen und die andere Hälfte auch. So. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Kommt ihr nicht mit? Das wäre keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken. Aber euch kennen sie noch gar nicht. Aber ich bin noch berühmt und so. Und wie lautet euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmor einschleichen? Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im zwinkernden Skeva treffen soll. Kennt ihr den? Nicht persönlich. Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Nicht wirklich. Genau, wir sollen jetzt nach Einsamkeit. Wir müssen erstmal hier raus, glaube ich. Wir sollen jetzt nach Einsamkeit, das erste Mal, dass wir die Stadt betreten werden. Und wir haben de facto, was haben wir? Wir waren schon sehr nah bei Einsamkeit, haben aber die Stadt selbst noch nicht entdeckt gehabt. Wo ist jetzt nochmal Einsamkeit? Hier oben, oder? Ja. Wir waren in Mortal. Ich denke, wenn ich Schnellreisen nach Mortal mache, ist es also ganz okay. Man könnte fast sagen, Portal nach Mortal. Und das Führen von zwei oder zweihändigen Waffen verspricht zwar die Chance auf doppelten Schaden, macht aber auch Blocken unmöglich. Genau das ist der Grund dafür, dass ich diese zweihändige Kampfart eigentlich nicht allzu sehr mag. Trotzdem werde ich sie nun verwenden. Waffen? Ich hätte gern... Der Elfendolch, den trage ich gerade, ja? Nee. Elfendolch und orkischer Dolch, das ist dann das Beste, was ich habe eigentlich. So zusammengenommen. Das hier noch den Favoriten hinzufügen. Das hier ist schon. Das hier ist auch schon. Okay. Haha, es sieht halt richtig cool aus. Ich habe es, glaube ich, schon einmal gesagt, mir gefällt das gesamte Design von Skyrim sehr. Und jetzt, wo mittlerweile ja auch das Creation Kit draußen ist, also das Construction Set für Skyrim praktisch, glaube ich, dass die Möglichkeiten mit diesem Spiel einfach geil sein werden. Denn mein Hauptkritikpunkt am Spiel bisher ist ja tatsächlich, abgesehen von einigen Systemfehlern, die Bethesda mal wieder wiederholt hat. Wir sehen es in Form des Level-Scalings. Sowas lässt sich ja dann beheben. Wartet mal kurz. Genau. Sowas lässt sich ja dann beheben. Und vor allem ist ein weiterer Kritikpunkt möglicherweise, dass diese Welt jetzt nicht wirklich von Quests strotzt. Also ich habe eine Auflistung gefunden, die sagte, 410 Quests gäbe es.
Es war irgendwas mit 410. Liegt hier was? Nee. Und das war inklusive aller Radiant AI Quests. Und da hatte Morrowind schon mehr Handgemachte. Oblivion, glaube ich, auch. Wie dem auch sei, töten wir Spinnens. Yes. Gott. Ey, ihr haltet doch. Nein, nein, nein. Nein. Oh Gott. Weg hier. Das war Fusrodar gerade. An dieser Stelle habe ich dann auch was gemerkt. Irgendwie speichert er das nicht, wenn ich die Steuerung ändere. Ja, M3. Danke. Da steht zwar als Speichern, aber ich habe es bei der letzten fehlgeschlagenen Aufnahme ja auch gespeichert. Wie dem auch sei, gehen wir überhaupt noch in die richtige Richtung? Ich glaube schon. Das heißt nein. Ah, doch. Ja, da. Natürlich. Natürlich. Einsamkeit. Ich wollte schon immer in Einsamkeit sein. Bin halt ein Einzelgänger. Ein Einsamgänger. Oh mein Gott! Mein, nein, 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 Elch. Ich muss den Elch töten. Das hier brauche ich. Das hier brauche ich. Ich dachte, ich hätte den Bogen. Ist egal. Habe ich den Bogen halt nicht in den Favoriten. Habe ich mich halt den Rest meines Lebens geirrt. Ist alles total egal. Einsamkeit, ja. Dumm ist, dass ihr jetzt halt nicht mehr meinen Ersteindruck von dieser Stadt wahrnehmen könnt, weil der ja dann in der letzten fehlgeschlagenen Aufnahme vorhanden war. Aber Einsamkeit ist super. Ich muss sagen, es ist meine Lieblingsstadt von denen, die ich bisher gesehen habe. Ich mag es noch mehr als... Wie heißt nochmal meine eigentliche Lieblingsstadt? Noch mehr als Markart. Wartet. Ich habe übrigens, abgesehen von dieser fehlgeschlagenen Aufnahme, nicht weitergespielt, diesen ganzen Monat lang. Das heißt, es ist weiterhin blind, so wie zuvor. Auch wenn es mir geschmerzt hat und auch wenn es dazu führen wird, dass ich jetzt einfach endlos geil auf dieses verdammte Spiel bin. Hallo Nirnwurz, wir sehen uns gleich wieder. Wasser! Plansch. Ja. Die Vögel hier sind so geil. Also, na gut, in neueren Spielen sind fliegende Vögel jetzt wirklich keine Besonderheit. Und vögelnde Fliegen auch nicht. Aber wenn du hier das halt im Vergleich zu seinen Vorgängern nimmst, Oblivion, Morrowind, die wirkten so tot. Bei Morrowind war es so gedacht, bei Oblivion nicht direkt. Auch coole Schatten der Vögel. Ja, doch. East Empire Company. Oder Ostkaiserliche Händlergilde, wie es dann im Deutschen heißt. Wir kennen sie aus Morrowind, wir kennen sie aus Blood Moon. Alter, schöne Geräusche hier an dieser Stelle. Rote Woge. Votoroge. Schauen wir hier mal rein. Ich habe da nämlich noch nicht reingeguckt. Was habe ich getan? Hallo. Ihr habt hier nichts verloren. Okay. Ich laufe aber trotzdem durch. Ihr habt hier nichts verloren. Ihr habt hier nichts verloren. Dorian? Ihr habt hier nichts verloren. Ihr habt hier nichts verloren. Ihr habt hier nichts verloren. wie ich ihn einfach mit der Stimme reden lassen kann. Ihr habt hier nichts verloren. Ihr habt hier nichts verloren. Oh. Ihr habt hier nichts verloren. Ich habe hier nichts verloren. Ich habe hier was verloren. Nicht Einhalt gebieten, die ihren Müll überall hinwerfen?